Manche Tuning-Freunde träumen von den großen Ikonen des JDM. Supra, Skyline, RX-7. Aber diese Autos kosten so viel wie ein ganzes Jahresgehalt. Ohne Tuning. Also was gibt's als Alternative? Nun, ich hätte da eine Idee. Ich bin Jochen Binder. Und ich bin auf der Suche nach dem perfekten Auto. Das hier ist ein 2006er Nissan 350Z des kleinen YouTubers Fabian Enders, der mir sein Schätzchen für ein bisschen ausleiht. Und ich glaube ernsthaft, dass das hier der perfekte Einstiegs-JDM ist. Wieso? Nun, ich zeige es euch. Die Nissan Z-Reihe gab uns seit dem 240Z von 1969 regelmäßig erschwingliche japanische Sportwagen, die es selbst mit Porsche aufnehmen konnten. Allerdings hatte sich das über Zeit verändert und der 300ZX Twin Turbo mit 283 PS und Hightech-Teilen wie Vierradlenkung verlor den einst von Nissan USA-Chef Yataka Katayama ausgedachten Zweck der Z-Reihe. Der 350Z war eine Rückkehr zur Tradition und bot Kunden einen einfachen, schnellen Sportwagen für wenig Geld an. An sich finde ich, ist der 350Z etwas langweilig aussehend. Zum Glück gibt es sehr viele Bodykits und Tuningteile, damit jeder seinen absolut individuell gestalten kann. Dieses Auto speziell wurde gecleant und in einer Satin Mystic Blaufolierung foliert. Zusätzlich hat er Carbon-Kernert, einen Frontspoiler und hier unten neongelbe 19 Zoll ASA-Felgen mit ein paar netten Wheel Nuts und einer allgemeinen Tieferlegung. Ein Look, der vielleicht nicht jedem taugt, aber mir gefällt er. Der Motor ist genauso tuningfreundlich wie die Karosserie. Ein 3,5 Liter Sauger V6 mit um die 300 PS. Gut für 0 auf 100 in unter 6 Sekunden. Ein sehr robuster Motor, denn als V6 B-Turbo im Nissan GT-R ist er gut für über 1200 PS. Und das ist in einem Heckantrieb Sportler mehr als genug. Dank einer Nvidia-Auspuffanlage kommt das Graulen des Sauger V6 richtig zum Vorschein. Wie man hören kann, ist das Auto ziemlich laut. Der 350Z in egal welcher Version und egal welchem Tuning ist ein Auto zum Fahren. Dieses fröhliche Fahrverhalten dank der japanischen Abstimmung bringt einem einfach ein fröhliches Lächeln im Gesicht.
350Z gibt dir also unbegrenzte Möglichkeiten für weniger Geld als für einen Skyline. Aber wie viel weniger? Nun, ein vergleichbarer R34 würde je nach Zustand um die 35.000 bis 40.000 Euro kosten. Der hier? Die Hälfte. Laut Rechnung würde man also doppelt so viel Spaß fürs gleiche Geld kriegen. Und wie viele Punkte hat er? Nun, dieses spezielle Auto hat insgesamt 59 Punkte, womit er sich auf Platz 2 zwischen dem Alpina B8 und meinem Alfa 147 schiebt. Man kann ja von einem Tuner träumen, aber zur Erfüllung dieses Traums muss es nicht immer der bekannteste oder der schnellste JDM sein. Manchmal muss man nur über den Tellerrand hinausgucken, um den perfekten Einstiegs-JDM zu finden. Das war's von meiner Seite bei der Suche nach dem perfekten Auto. Ich sehe euch das nächste Mal. Ciao!